Starke Männer hat man gesehen am Turnfest Zettiswil. Aber auch starke Frauen. Doch nicht nur Muskeln waren gefragt am 100-Jahr-Jubiläum des Turnvereins Zettiswil. Turnerinnen und Turner konnten an verschiedenen Übungen teilnehmen. Da der BTV Luzern in seiner Paradedisziplin im Trampolin springen. Der BTV Luzern gehört zu den Favoriten des heutigen Wettkampfs. Und das nicht umsonst. Denn die sportliche Leistung ist wichtig in diesem Turnverein. Was macht für dich den Reiz aus, im Turnverein zu sein? Im Turnverein ist einfach das Gesellige Zusammensein und gleich aber noch Ziel haben im Sport. Also nicht einfach nur irgendetwas machen, sondern auch eben nicht zum Beispiel an eine Schweizer Meisterschaft oder an ein Turnfest zu kommen und auch die Jungen können drin hineinzunehmen, damit die auch ein bisschen nachkommen und das Ganze mal miterleben können, was da alles für coole Motivationen und Emotionen auch rum sind. 3'000 Sportlerinnen und Sportler haben sich heute in Zettiswil versammelt. Und während die einen noch fleissig geübt haben, sind andere schon an ihrer Vorführung gewesen. Während es beim Tanzen auf das Rhythmusgefühl ankommt, ist in der Disziplin Allround Teamgeist und Kondition gefragt gewesen. Obwohl der Turnverein Wolhuse ehrgeizige Ziele hat, steht die Leistung nicht allein im Vordergrund. Grundsätzlich geht es schon um Spass, um mitmachen. Wir möchten aber schon gerne ein bisschen vorne mitmischen, also einfach ja, ein bisschen dabei sein. Aber wir haben jetzt nicht das Ziel, wo wir sagen, wir müssen das erreichen. Es geht vorwiegend für Spass. Wir dürfen auch alle mitmachen bei uns im Verein. Dass der Turnverein aus dem Nachbardorf von Zettiswil auch am Turnfest dabei ist, das ist ja wohl klar. Doch auch bei der Willisauer steht der Sport, zumindest an diesem Fest, nicht im Mittelpunkt. Zettiswil ist für uns ein Aufbauturnfest, sage ich jetzt mal, für die Grösseren, die wir im 2012 haben. Wir haben Junge dabei, wir haben auch viele Absenzen dieses Jahr und das ist ein Aufbauturnfest. Und es zählt da ein mehr den Spass. Nach dem Wettkampf ist heute Abend noch ein grosses Fest angesagt. Doch die besten Turner dürfen nicht vergessen, dass sie morgen noch einmal fit sein müssen. Denn am letzten Tag des Turnfest Zettiswil zeigen die Gewinner noch einmal ihr Können.